Hallo und herzlich willkommen bei unserem großen Blockchain-Event Blockchain Revolution bei Ventum Consulting. Mein Name ist Valin Teunay, ich bin Partner bei Ventum für alle Themenbereiche um Finance und Controlling und für die SAP-Themen. Willkommen bei Ventum. Ich darf ganz kurz einen Abriss geben von Unternehmen, die hier heute Abend unsere Gäste sein dürfen. Angefangen bei der BMW, bei Kollegen von Airbus, von Siemens, TÜV Süd, Linde und weiteren Corporates haben wir auch Unternehmen mit Startup-Charakter hier bei uns und Venture Capital Firmen, die sich das Thema Blockchain anschauen, anhören und sich damit auseinandersetzen möchten. Aber nicht zuletzt haben wir auch die SAP-Kollegen hier mit an Bord, die auch mit einem relevanten Beitrag leisten, um die Relevanz des Themas und die Bedeutung des Themas Blockchain aufzuzeigen. Sie sehen hier links hinter mir schon mal die Agenda. Ich führe noch mal detailliert durch die Agenda. Als Beratungsunternehmen ist es unsere DNA, dass wir uns mit neuen technologischen Herausforderungen, mit neuen technologischen Trends auseinandersetzen. Dazu zählt ohne Wenn und Aber inzwischen die Blockchain-Technologie. Noch vor einem Jahr hätte ich das so nicht gesagt. Das war, ich sage mal, nicht in aller Munde. Ich habe selber mich mit dem Thema angefangen auseinanderzusetzen Anfang 2016. Wir als IT-Beratungshaus decken die Bandbreite gerade im Finance-Umfeld zwischen Business und IT ab. Wir entwickeln aktuell auch Blockchain-Use-Cases bei Kunden von uns und bieten genau das an. Die Blockchain-Technologie ist aus meiner Sicht so umfassend und so breit gefächert in ihren Anwendungsmöglichkeiten, dass wir hier sowohl die geschäftliche Expertise, die wir als Beratung in einer gewissen Breite haben, als auch die IT-Expertise einbringen können. Aber fangen wir von vorne an. Was ist Blockchain überhaupt? Was verbirgt sich hinter der Technologie? Und warum ist es wichtig, darüber zu sprechen, sich damit auseinanderzusetzen? Die erste Generation der digitalen Revolution brachte uns das Internet der Information. Die nächste, durchaus auch geprägt durch die Blockchain-Technologie, das ist das Internet der Werte. In vielerlei Hinsicht werden über diese neue Technologie Werte transferiert. Die Blockchain ist eine verteilte Datenbank, die auf unzähligen Endgeräten läuft, für alle zugänglich ist und auf der Informationen, die einen Wert abbilden, gespeichert werden. Was ist jetzt genau damit gemeint? Zu Werten gehören Titel, gehören Geld, gehören Urkunden, gehören Identitäten, vielleicht auch Wählerstimmen. Ich komme gleich noch detaillierter gehe noch mal detaillierter darauf ein. All diese abstrakten Dinge, die Werte abbilden können, können über die Blockchain bewegt werden, können über die Blockchain aufbewahrt und verwaltet werden. Ein wichtiges Merkmal dabei ist, dass die Technologie das Vertrauen in die Richtigkeit mit sich bringt und dass über die Blockchain ein Middleman nicht mehr notwendig ist für einige der Prozesse. Wir gehen kleiner und detailliert darauf ein. Das heißt, genau das ist eins der Stichworte der Blockchain-Technologie, cut the middleman. Stellen Sie sich vor, dass für eine Authentifizierung einer Person, dass für den Transfer von Geld, von Werten von A nach B
nur noch Technologie eingesetzt wird, ohne dass Banken involviert werden müssen oder ohne dass eine Verifizierung von dem, was da über die Technologie abgebildet wird und transferiert wird, notwendig wird. Das gehört auch zu den Grundlagen der Blockchain. Sie benötigen einige der aktuell in die Prozesse involvierten Parteien, die verifizieren, dass ich über eine bestimmte Summe verfüge, dass ich die Person bin, für die ich mich ausgebe, oder dass tatsächlich Güter von A nach B transportiert wurden und dass es sich um diese Güter handelt, die dort aufgeführt sind. Das alles ist in der Blockchain abgebildet als Technologie. Alles, was wir hier sehen, auf dem Slide, auf der rechten Seite, das ist Technologie. Da gibt es jetzt niemanden, der es ist keine Institution oder keine Person, die hier noch beteiligt werden muss. Das klingt jetzt nach einem großen Versprechen, das klingt nach einem großen Thema. Irgendwie ist es noch ungreifbarer und utopisch. Gehen wir den Prozess einmal durch. Der hier auf dem Slide eher businessseitig ausgeprägt ist, sehr viel mehr in die technischen Details, wird Sie mein Kollege Ansgar Hase einführen, die folgende Präsentation dann halten wird. Was ist denn das Internet der Werte? Wenn wir uns hier drei dargestellte Werte anschauen, dann fängt es an mit dem Transfer mit der Situation, dass jemand Aktien verkaufen möchte. Das zweite Beispiel ist, dass wir eine Finanztransaktion haben. Das dritte Beispiel ist, dass wir im Automotive-Umfeld einen Fahrzeugzugang haben, die über eine Fahrzeugfinanzierung übertragen werden soll. Wir haben dann eine verteilte Datenbank, die ist jetzt hier erstmal schematisch dargestellt. Und an diese Datenbank wird jede dieser Transaktionen geschrieben. Daraus entsteht dann durch dieses verteilte Datenbanknetzwerk der sogenannte Block, also der erste Teil der Blockchain. Und diese Informationen oder der Transfer dieser Werte wird zusammengefasst. Wir haben dann dieses Thema Mining, was jetzt unter Mining zu verstehen ist, das ist das technologische oder das technische Verifizieren des Blocks, darauf geht auch Ansgar Hase im Spezifischen ein. Hier ist zwar eine Person da abgebildet, aber es handelt sich um einen automatisierten Vorgang. Und am Ende landet all das, dieses Wert oder dieser Transfer, landet in der Chain, dem zweiten Teil von der Blockchain. Was damit gemeint ist, ist, dass dieser Transfer der Transaktionen verknüpft ist, oder dieser Block, den wir hier generieren, verknüpft ist mit davorliegenden Blocks, und daraus wird eine Kette an Informationen. Am Ende dieses Prozesses, am Ende von dem, was hier aufgezeigt ist, wenn alles erfolgreich läuft, wenn die Verifizierung erfolgreich war, wenn wir also durch sind mit dem Prozess, dann ist es so, dass diese Werte transferiert wurden, das heißt, die Aktie wurde übertragen, das heißt, die 100.000 Euro, die ich transferieren wollte von Unternehmen A an Unternehmen B, wurden transferiert, und diesen Fahrzeugzugang oder das Fahrzeug, der Zugang zum Fahrzeug wurde ebenfalls an den Kunden übertragen über die Blockchain-Technologie. Das ist ein jetzt erstmal sehr generisch dargestellt. Wie kommen wir der Sache noch näher? Wie werden wir konkret? Hier möchte ich Sie jetzt durch die Agenda führen des heutigen Nachmittages, angefangen bei Ansgar Hase, Principal bei Ventum, der Ihnen
das Thema aus einer technologischen Sicht näher bringen wird. Da hören wir ein bisschen was vom Mining, da hören wir ein bisschen was vom Hash, von Forking, so ein bisschen die Grundlagen, die grundlegenden Begriffe für das Thema Blockchain. Danach folgte Raimund Gross aus dem Innovationsmanagement von der SAP, um das Thema Blockchain aus der Corporate-Perspektive, vor allem aus der Sicht des führenden Softwarehauses in Europa zu beleuchten und aufzuzeigen, wie weit sich die SAP jetzt mit Blockchain, in welcher Form sich die SAP mit dem Thema auseinandersetzt und um die Relevanz von Blockchain nochmal zu untermauern und das, wie wir die Blockchain einsetzen können. Was sind Use Cases, gerade aus der Reinsurance- und Insurance-Industrie, wird uns Oliver Volk von der Allianz Re näher bringen, der das Konsortium vorstellt, B3i. Das ist ein Blockchain-Konsortium, was letzte Woche offiziell gegründet wurde, wo die Pressemeldung von den beteiligten Versicherern und Rückversicherern erst letzte Woche rausging. Und Herr Volk wird uns hier detaillieren, was sich die Versicherer und Rückversicherer von diesem Konsortium versprechen und warum sie genau dieses Konsortium-Konstrukt gewählt haben. Das führt uns dann in eine erste Pause und in eine erste Stärkung, um uns innerlich vorzubereiten auf den Höhepunkt des heutigen Nachmittages, nämlich auf Alex Tapscott. Alex Tapscott als Thought Leader und einer der most influential people for Blockchain weltweit ist irgendwo zwischen Australien und Toronto jetzt in München gelandet und den dürfen wir um 18.30 Uhr begrüßen. Alex wird die Essenzen aus dem Buch zusammengefasst in einer Präsentation darstellen. Und Alex Tapscott ist 100% weltweit nur für das Thema Blockchain unterwegs. Insofern ist er definitiv jemand, der jetzt den aktuellsten Stand weiß, sowohl aus den USA als auch aus der APAC-Region. Und diesen Themen widmet sich jetzt erstmal in einer Präsentation den aktuellen Themen von Blockchain. Und danach werden wir in der Panel-Diskussion mit Herrn Volk, mit Herrn Gross und mit Alex das Thema Blockchain hier auf der Bühne nochmal detailliert angehen und die Use Cases und die Richtung des ganzen Themas beleuchten. Am Ende zum Ausklang gibt es die Möglichkeit, das Buch Blockchain Revolution, was gestern offiziell vorgestellt wurde, zu signieren zu lassen vom Alex Tapscott. Wir haben hier, würde man sagen, an die 120 Exemplare. Jeder ist herzlich eingeladen, eines der Bücher sich zu nehmen und vom Alex signieren zu lassen. Das Buch ist druckfrisch, das hat die Druckpresse letzte Woche verlassen und die ersten 100 Exemplare sind hier, das sind also vom Verlagseite garantiert die ersten 100 Exemplare, insofern ist es historisch. Das ist auch der Aufhänger zu dem Event. Ich habe das Buch auf Englisch erstmal gelesen gehabt und habe gedacht, naja, Blockchain Revolution, da geht es wieder um so eine Revolution. Das schmückt ja viele Buchtitel, ne? Revolution.
Das, was aber passiert ist, als ich das Buch gelesen habe, einerseits haben sich relevante Business Leader, unter anderem der SAP-CEO, auch in dem Buch zu Wort gemeldet zu der Technologie. Andererseits habe ich aber, als ich das Buch durchgelesen habe, gesagt, nee, das ist tatsächlich, hat das Potenzial, dass das ein großes Ding wird, die Blockchain. Ne? Wie groß es wird, ist, glaube ich, immer noch sehr schwer zu sagen. Ne? Bleibt es dabei, dass es, oder ist es ein Hype? Ist es definitiv jetzt aktuell ein Hype? Ja? Ist es so, dass es nach 2 Jahren verschwindet als Hype und niemand spricht mehr über die Blockchain? Oder wird es tatsächlich diese Breite gewinnen, wie es, ich sage mal, das Internet vor 20 Jahren angefangen hat zu gewinnen. Und das ist durchaus die Bandbreite hier, die wir mit der Blockchain-Technologie sehen, die wir bei der Blockchain-Technologie sehen. Das heißt, das eine Extrem ist, dass das neue Internet Blockchain heißt und das andere Extrem ist, dass die Blockchain ein Hype ist und verfliegen wird und in 2 Jahren niemand mehr drüber spricht. Ich glaube, es wird irgendwas dazwischen sein. Ob es jetzt aber eine Nischenanwendung und eine Nischenapplikation für Financial Services sein wird oder nicht, das können wir noch nicht beantworten. Das werden wir aber auch mit Alex Tapscott diskutieren. Ja. Ich habe nach dem Durchlesen des Buches habe ich sofort geschaut, wie ich an den Alex drankomme. Er hat mir auch freundlicherweise geantwortet, hat gemeint, im Herbst 2016, das weiß er noch nicht, wie sich sein Herbst gestaltet, das war im März jetzt diesen Jahres, aber er hat gemeint, er versucht es irgendwie dazwischen zu legen, dass er auch zu seiner Buchvorstellung hier präsent ist. Und insofern werden wir auch in der Panel-Diskussion kurz darauf eingehen, wie ist er vor 3, 4 Jahren, als er die Idee zu dem Buch hatte, wie ist er darauf gekommen, Blockchain als Thema zu behandeln. Damals war das bei weitem noch nicht so, dass man absehen konnte, dass das diese Relevanz und diese Dimension haben wird, wie sie aktuell, wie es aktuell scheint. Insofern werden wir das betrachten. Und warum sage ich, dass die Blockchain ohne Wenn und Aber zu den relevanten technologischen Entwicklungen gehört? Ne? Um das nochmal zu untermauern, wir haben inzwischen die Situation, dass sich relevante Konsortien dazu bilden zum Thema Blockchain, angefangen bei dem R3-Konsortium, ein Konsortium, was vor 2 Jahren seine Tätigkeit angefangen hat, in New York angesiedelt ist und auf der Blockchain-Plattform Corda aufbaut. Oder das ist die Plattform, die die entwickeln im Rahmen des Konsortiums. Zu dem Konsortium gehören JP Morgan, zu dem Konsortium gehört die Deutsche Bank oder Commerzbank, globale Finanzinstitute. Das sind, wie gesagt, über 40 Partner. Das ist ein Riesenkonstrukt, was dort geschaffen wurde. Auch mit Technologiepartnern wie Deloitte, wie Accenture, schwerpunktmäßig und wie Intel. Was inzwischen aber als Konsortium seine Herausforderungen hat, weil gerade weil, wie sich jeder vorstellen kann, bei über 40 Stakeholdern und Shareholdern an diesem Konsortium macht das ganze Gebilde langsam etwas behäbig und führt auch dazu, dass es dort schon ein bisschen rumort, weil der ein oder andere sehr viel mehr macht, weil der ein oder andere sehr viel mehr auch finanziell investiert, auch in Manpower investiert, um Blockchain vorwärts zu treiben und teilweise aus dem Konsortium ausschert, um hier Patente anzumelden und Standards zu setzen. Etwas konträres oder einen anderen Ansatz verfolgt das B3I-Konsortium. Darauf wird der Erfolg nachher eingehen. Hier haben sich die Aegon, die Zurich, die Allianz, die Munich Re und die Swiss Re zusammengetan, um in einem
Versicherungs- und Rückversicherungskonsortium Blockchain-Standards zu setzen und Use-Cases gemeinsam auszuarbeiten. Ein weiterer Beleg dafür, dass das Thema relevant wird. Letzte Woche hat Visa verkündet, dass sie im Bereich B2B-Payments auf Basis der Blockchain-Technologie ab 2017 einen Service zur Verfügung stellen, der das Thema B2B-Transaktionen, globale, ländergrenzenübergreifende Transaktionen auf Basis der Blockchain-Technologie werden sie ab nächsten Jahr mit diversen Banken in einer Private Blockchain abbilden. Und ich denke, das ist jetzt mal seit längerem ein größerer Innovationsschritt, den die Visa geht, nachdem sie jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt mit Innovationen von sich reden machen, machen lassen. Von der letzte Woche ist auch noch ein Anwendungsbeispiel durch die Presse gegangen. Die Commonwealth Bank of Australia hat zusammen mit der Wells Fargo ein Blockchain-Prototypen oder einen POC gefahren und sind dabei, das zu fahren. Und da ist es so, dass Blockchain auch im Internet of Things eingesetzt wird. Was heißt das konkret? Dass für den Handel, für Handelsfinanzierungen die Blockchain-Technologie eingesetzt wird, um die Fahrt von A nach B und den Gefahrenübergang und damit das automatisierte Auslösen von Transaktionen in Form von Smart Contracts abzubilden. Was sind Smart Contracts? Das ist auch ein Begriff aus dieser Blockchain-Welt. Smart Contracts ist deswegen meiner Ansicht nach deswegen relevant zu verstehen, oder ich habe es deswegen herausgehoben, weil das für viele Konzerne das einen breiten Anwendungsbereich hat. Wie sieht ein Smart Contract, was ist die Funktionalität eines Smart Contracts in der Blockchain? Wir sehen hier oben die Definition, das heißt, ich habe gegenwärtig einen Vertrag als Paperwork, als PDF, was bestimmte Charakteristiken hat, was hinterlegte Anforderungen hat. Was ich mit dem Smart Contract mache, ist, ich digitalisiere das und lege das in die Technologie Blockchain. Und das, was damit passiert, ist, dass dieser Smart Contract, dieser schlaue Vertrag automatisch ausgeführt werden kann. Das heißt, ich brauche jetzt niemanden, der hier irgendwas verhandelt oder so. Ich habe die Anforderungen an den Vertrag, die für mich gelten müssen, hinterlegt im Coding. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe ein Unternehmen XYZ und das möchte ein Darlehen aufnehmen in Höhe von 500.000 Euro mit einer festen Verzinsung und bietet dafür als Sicherheit Immobilien, Einträge und also Grundbucheinträge, wie auch immer. Und wir prüfen dann, ob die Immobilie wirklich das wert ist. Da gibt es verschiedene Anwendungsbeispiele. Zum einen ist es so, dass sie in der Blockchain ein Stamping durchführen können, zum Beispiel. Ja. Das heißt, dass dieser Grundbucheintrag verifiziert wird, ne? Das muss passieren. Ne? Das muss von jemandem passieren, der hier außerhalb der Blockchain liegt. Okay. Denn diese Verifizierung, die kann nur dann automatisiert passieren, wenn das Grundbuch auch in einer Blockchain abgedeckt ist, ja, und ich damit digital alles zur Verfügung habe. Ja. Das heißt, es wird dann auf lange Sicht noch restliche von mehr Funktionen geben. Es ist genauso. Ja. Und hier ist der Smart Contract eben genau dafür, um das Darlehen abzubilden oder diesen Willen, ein Darlehen aufzunehmen. Und die GHI AG hat in einem Smart Contract abgebildet, den Willen, Geld anzulegen zu einem bestimmten Prozentsatz. Und das, was dann passiert, ist, dass beide
Contracts in der Blockchain abgebildet sind und diese Transaktionen automatisiert ausgeführt werden kann. Das, was ich hier jetzt abbilde, ist sehr vereinfacht das Thema Smart Contracts. Herr Volk von der Allianz-Seite wird hier nochmal detaillierter darauf eingehen, aber mir ist es wichtig, dass wir uns langsam dem Thema Blockchain und der damit verbundenen Themen oder der damit verbundenen Technologie, dass wir uns damit auseinandersetzen. Sind denn die Möglichkeiten, mich mit dem Thema Blockchain als Konzern auseinanderzusetzen? Ich habe die Möglichkeit, einerseits, ich kann in Blockchain Startups investieren und sagen, ich als Unternehmen XYZ, ich investiere in ein Blockchain-Startup, um mich einzukaufen in diese Technologie. Ich kann Partnerschaften eingehen, ich kann interne Projekte starten, um mir die Technologie intern anzueignen und erstmal Use Cases aus meinem Konzern heraus zu generieren. Und ich kann Industriekollaborationen eingehen. Industriekollaborationen wie Konsortien, was wir jetzt als Beispiel mit R3 oder mit B3i auch erleben. Ich habe jetzt hier auf dem folgenden Slide nochmal konkreter gemacht, was sind die Bereiche, in denen es sich lohnt, sich überhaupt mit dem Thema Blockchain zu beschäftigen. Denn es ist immer noch vielleicht ein bisschen schwierig greifbar. Ne? Wo habe ich die Möglichkeit, als Konzern die Blockchain einzusetzen? Darauf gibt es jetzt keine generische Antwort. Ne? Das, was sich aber meiner Ansicht nach lohnt, ist, sich genau mit den hier aufgeführten Themen auseinanderzusetzen und die tiefer zu legen und Use Cases zu erarbeiten, um die konkreten Anwendungsbereiche vom Blockchain zu verifizieren. Zumindest zu gucken, in welche Richtung können wir als Unternehmen starten, um sich damit auseinanderzusetzen. Ganz klar, internationale Überweisungen. Internationale Überweisungen jetzt auch im Intra-Company-Kontext. In Konzernen habe ich Financial Services, wie bei Airbus oder bei BMW, die im Konzern integriert sind. Ne? Das sind hausinterne Banken, auch bei Siemens ist es ja so, dass man mit Siemens Financial Services hier interne Banken hat. Diese Banken sehr stark damit beschäftigt sind, den regulatorischen Anforderungen zu entsprechen. Ein Großteil der Invests in den Banken passiert ja, um regulatorische Anforderungen umzusetzen, sowohl IT-seitig als auch fachseitig. Ne? Das heißt, der Druck ist extrem groß, hier auf neue Technologien, mit neuen Technologien diese Komplexität der Bank-IT, der Bankprozesse etwas zu entschlacken und hier über eine Blockchain als Anwendungsmöglichkeit zu gehen. Zudem die Möglichkeit, dass wir mit der Transparenz dieses Distributed Ledgers, der Blockchain, Risiken aus den Bankenbüchern reduzieren können. Das heißt, das hat auch Auswirkungen auf Bilanzen, wenn ich auf diese Technologie gehe. Das hat auch Auswirkungen in den Konzernbilanzen. Was wir hier sehen, ist, dass diese Anwendungsbeispiele, wenn wir das weiter durchdeklinieren, auch im Audit und Compliance möglich sind. Ich kann Transparenz schaffen, indem ich in die Blockchain-Themen auslagere und damit, wenn es eine Public Blockchain ist, aber auch im Private Blockchain-Umfeld und damit Standards setze, auf die zum Beispiel Finanzinstitute zugreifen können, zum Beispiel Buchhaltung auch mit über Triple Entry Accounting nach extern transparent zu machen.
Was wir in dem Versicherungsumfeld sehen, ist, dass gerade das Thema Smart Contracts zum Einsatz kommt aus den diversen Pools der Anwendungsbereiche. Im P2P-Transaktionsbereich ist die Blockchain-Technologie bietet weltweit eine technologische Grundlage dafür, P2P-Transaktionen machen zu können. Was jetzt im Corporates-Umfeld auch Möglichkeiten bietet, ne? Und ich sage das bei weitem nicht ausschließlich, ne? Sondern ich sage selbst in diesem Kontext, ne? Energieversorger, Healthcare, Medien, Immobilien, gibt es Anwendungsbeispiele für die Blockchain-Technologie. Und gerade im Cost-Industrie-Umfeld, und dazu wird der Raimund Gross auch von der SAP-Seite sprechen, gibt es auch diverse Anwendungsbeispiele, sowohl im Accounting als auch zum Beispiel Aktionärsabstimmungen oder andere Abstimmungen transparent mitzuprotokollieren. Was meiner Ansicht nach wichtig ist, ist definitiv zu sagen, die Blockchain-Technologie ist eine Technologie, die noch sehr jung ist, wo es grundlegende Themen noch zu betrachten gibt. Grundlegende Themen wie eines der Prinzipien von Blockchain ist eine Nichtänderbarkeit von Inhalten, die ich einmal in der Blockchain abgelegt habe. Das heißt, ich kann Dinge, die ich heute reinprogrammiere, ein Smart Contract oder eine Transaktion, die kann ich im Nachgang nicht mehr ändern. Ich kann in der Blockchain alle Arten von Informationen ablegen. Ich kann dort auch Bilder ablegen. Ich kann auch risikoreiches Material dort ablegen. Ich habe im Nachgang keine Möglichkeit mehr, das zu ändern. Ist das die Zukunft? Wenn mir jemand ein Smart Contract in die Blockchain reinprogrammiert und das Coding ist fehlerbehaftet, ne? Oder die Business-Anforderungen haben sich signifikant geändert. Ja? Das ist nicht mehr valide, was drinsteht, habe ich aktuell, weil das eines der Grundprinzipien der Blockchain ist. Sie ist unveränderbar, die Situation, dass ich darauf nicht mehr zugreifen kann, nicht mehr korrigieren kann. Wie passt das zusammen mit EU-Regulatorien, die sagen, wir haben ein Recht auf Vergessen? Ich als Person kann auf Google zugehen, kann auf Facebook zugehen. In den kommenden Jahren wird dieses Recht EU-weit verschärft und kann die Technologiekonzerne bitten, Daten, die sie von mir haben, zu löschen, bewusst zu löschen. Wie passt das zusammen mit einer Blockchain-Technologie? Hierauf gilt es erst Antworten zu finden. Die Blockchain-Technologie hat Probleme mit Scalability, mit Reliability. Was sind die Antworten darauf in einer Public Blockchain? Was sind die Antworten darauf in Private Blockchains von Unternehmen wie Chain oder Ripple oder anderen Blockchain-Unternehmen, die jetzt auf dem Markt anfangen, ihre Dominanz auszuspielen? Von der Ventum-Seite bieten wir an, dass wir diesen Weg mit Ihnen gemeinsam gehen. Wir haben ein breites Portfolio, gerade im Thema Enterprise Architecture Management, um das Thema Blockchain mit zu betrachten. Wir haben auch fachliche Expertise in Finanzprozessen, in logistischen Prozessen, in PLM-Prozessen. Kommen Sie auf uns zu und lassen Sie uns das ein bisschen konkreter werden. Das, was jetzt folgt, ist die technische Auseinandersetzung mit Blockchain. Und ich übergebe an Ansgar Hase, darf mich davor aber noch bei den Organisatoren bedanken, die mich unterstützt haben bei diesem Riesen-Event. Ventum intern waren das Kevin Berger, Marius Weitzel, Robin Lohse, Tobias Reuter und nicht zuletzt Ansgar Hase. Steht bitte kurz auf, damit alle sehen, wer diesen Event organisiert hat. Vielen Dank.